Standard-Paniksituation. Gamescom 2016. Funktioniert nicht. Funktioniert doch. Hallo, guten Tag. Hallo, willkommen. Ich bin jetzt auf der Messe. Ich habe kein Ticket. Wir müssen rein. Mission 1 beginnt. Gamescom Tag 0, 1, weiß ich nicht. Los geht's. Ist okay, ich bin da. Ich hab mein Ticket, ist okay. Nicht? Ich kann rein. Ich bin gespannt. Ich gehe jetzt erstmal zu YouTube, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du dich schon gezeigt in echt? Nein. Liegt! Hallo. Hallo Schwester. Hallo, wie geht's euch? Geht's euch gut? Und mir geht's auch gut. Freut mich, vloggen. Tschüss. Noob. Max! Hier. So. Hi. Erzähl. Ja, ich hab hier was für dich gemacht. Boah, das ist mega cool. Ich hab dich die ganze Zeit gesucht und wollte das endlich machen. Das ist voll gut. Kann ich da auch aufschneiden? Also nicht hier. Ja, klar. Wie hast du das gemacht? Mit so einem Brandstift. Dankeschön. Wenn das jetzt das Coolste der Messe wird, dann hast du schon gewonnen. Und dann kriegst du... Ich habe nichts vorbereitet, Entschuldigung. Passt schon. Also hier kann man reinkommen, würde ich mal kurz sagen. Also das ist schon mal gut, ist für gut befunden, finde ich super. Kann man machen. Hallo. Guck mal, bin ich. Und jetzt mache ich ihm Hasenohren. Also so andere Hasenohren. Da, guck, getrollt. Tschüss. Es war Spaß mit dir. Mit dir nicht. Okay. Mit dir nicht. Mit dir schon. Danke. Hab dich lieb. Oh, hi. So, ich weiß nicht, wie laut das ist. Ich probiere angenehm laut zu reden. Ich bin da jetzt raus. YouTube Gaming ist heute gelauncht. Der übelste Shit. Dementsprechend, ich kann jetzt mobile streamen. Ich weiß nicht, ob ich das heute mal mache, weil heute habe ich eigentlich schon den anderen Livestream gehabt. Sehe das, was ihr gestern gesehen habt, wenn das alles pünktlich kommt. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht ganz genau, was ich jetzt eigentlich so machen soll, weil ich würde auch gerne Mobile streamen, aber irgendwie so vier Sachen an einem Tag, siehe zwei Gaming-Videos vorproduziert, dann den Vlog ab morgen und dann noch Mobile streamen, ist ein bisschen viel. Aber ich probiere es einfach mal aus. Das war jetzt mal sogar schon gestern Abend. Ich werde dann dafür mal eine Playlist anlegen und zugelistet machen. Ganz interessant auf jeden Fall. Also, Mobile Gaming ist am Start und YouTube Gaming ist gelaunt. Ich bin gespannt. Hier, Schweinebacken. Termin übrigens mit Xbox. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Und dann bin ich mal gespannt, was abgeht. Denn die Maxi, die früher bei High Five ja gearbeitet, ist jetzt bei Xbox. Und vielleicht kann ich mir irgendwas klauen. Weil nur deswegen gehe ich eigentlich dahin. Maxi, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich bin ein Dieb, der Herz... Nein, das machen wir nicht. So, potenziell. Representen. Yeah. Hab den Blitz getroffen. Hallo Blitz. Tatsächlich auf die Platte hin. Ja, natürlich auf die Platte hin. Vertraglich ist festgelegt, nur von vorne filmen. Und das ist auch schon gefährlich in den Geheimrat. Dann machen wir so, warte. Genau, ja. Hi, wie geht's dir so? Mensch, mir geht's erstklassig. Gamescom ist ganz toll. Hier, da bin ich am Freitag dann. Also siehe, wenn ihr Freitag auf der Messe seid, Halle 5.1 ist es unten, die Games.de Bühne mit dem Rosato zusammen, dem Veni zusammen und dem Kev. Auch Mafia spielen, aber es hängt
gewählt. Ich habe Reus gewählt, du Schwein. Das ist doch mal ein Thumbnail. Das ist doch mal ein Thumbnail. Oh, da kommt Patrick. Oh, jetzt, oh, da ist der Paluffel nicht mehr so real. Ja, das stimmt tatsächlich. Hallo, wie geht's dir? Hi. Du hast sehr wenig geschlafen, habe ich gelesen. Ah, ja. 3 Stunden, ne? Scheiße. Du hast aber viel geschlafen, wie immer. Hey! So, im Hintergrund trommelt ein Psychopath. Ich habe gerade gegessen. Die Modia-Werbung ist angebracht. Jody ist auch. Der ist der Nächste. Ich bin fertig. War gut auf jeden Fall. Also die Leute waren zufrieden. Und ich habe mittendrin noch ein Interview für Spiegel Online gegeben. Und solange die Leute um mich herum zufrieden sind, yeah, bin ich auch zufrieden. Ja, das weiß ich noch. Das Paluffel-Match des Tages an, und zwar Patrick gegen mich, FIFA 17. Wer wird gewinnen? Jetzt in die Kommentare. So, wir sind jetzt fast drin, fast auf dem Weg mal draußen, das ist so heiß. Und ich glaube, Paluten hat auch so kleine Wetten bei sich auf dem Kanal abgeschlossen, wer es gewinnt. Oh mein Gott, ist die Linse dreckig den ganzen Tag schon. Mann! Zudem, ich habe gehört, dass hier in dem Mafia-Rondell nur ein Film gezeigt wird und man das Spiel nicht spielen kann. Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, muss ich sagen. Denn traue ich dem einfach nicht zu, weil die müssen jetzt langsam mal ein bisschen Gameplay reinklotzen, damit die Leute halt nochmal ein bisschen gefixt werden, weil ich warte schon so lange drauf. Und dementsprechend sollte das langsam mal wirklich funktionieren. So, schauen wir mal, ob ich das nochmal hinkriege. Jetzt erstmal das FIFA-Duell. Ich weiß nicht, ob ich aufnehmen kann, aber ich erzähle euch natürlich, dass ich gewonnen habe. Können wir jetzt schon mal predikten. Ergebnis bitte in die Kommentare. Los geht's. Und dann einmal kurz durch Eric Carmen. The Cool. Perfektamente. Guck mal hier, schön. Reinigungstücher. Oh ja, die richtig schön. Tomate. Bevor man böse kaputt gemacht wird, hier. Kann ich auch nichts tun. Meine Güte, das ist reingekommen, aber ich glaube, wir machen da generell Schluss für den Tag. Ist auch nicht so schlimm, passiert halt dann manchmal einfach. Ich sage jetzt einfach mal, so wie ihr das schon gedacht hättet, ich habe gewonnen und wenn ich eine Security rausgekommen bin ich nicht getötet worden. Also ich glaube, hätte man noch ein bisschen weiter gemacht, dann wäre es auch noch gekommen, weil wir waren tatsächlich die Letzten, die da wieder oben standen. Ist natürlich schade, weil wir waren noch sehr, 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 sehr spät dran. Von daher 0-0, wer das gewettet hat, kriegt auf jeden Fall von Simon S. in der Xbox, keine Ahnung. Ich glaube, das war es auch für den heutigen Tag. Das war das Highlight jetzt. Jetzt wird es noch sehr laut. Ich hoffe, das hat alles mit dem Ton geklappt. Wenn es euch gefallen hat, lasst es auch noch runter. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mehr Livestreams wollt. Schreibt mir das in die Beschreibung und bis dahin, haut rein und ciao.